herzlich willkommen hier zu meinem neuen Video, zu einem Autofahren-Video, Laber-Video, Erzähl-Video, was auch immer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, euch geht es gut. Ihr seid soweit gesund. Das ist das Wichtigste. Ja, bei uns scheint die Sonne. Schönes Wetter. Ich warte hier auf die Leonie. Und zwar, ja, wir fahren mit ihr jetzt Fäden ziehen nach einer Woche. Und da ist auch einem so ein bisschen komisch. Aber ich weiß, dass da nichts mehr Schlimmes passiert. Deswegen bin ich etwas lockerer als vor der OP oder an dem Tag, wo OP war. Wir werden gleich, wenn die Leonie kommt, werden wir euch erzählen, wie es war allgemein. Und ja, von A bis B, von A bis Z sozusagen. Ja. So, ihr Lieben, jetzt habe ich die Leonie abgeholt und beziehungsweise sie ist jetzt gekommen. Ich muss gucken, wo fahren wir. Wir fahren dann dahin auch. Ja, Leonie darf erzählen, wie es ihr ergangen ist mit den Zähnen, mit den Weisheitszähnen zu raus zu operieren. Es ist jetzt genau eine Woche her, ne, wie das passiert ist. Mhm. Ja, eigentlich hat sie noch, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen, du musst mit deiner Jacke ein bisschen, yeah, ist noch, eigentlich ist noch geschwollen, man sieht den Unterschied, ich weiß auch nicht warum, ob das jetzt, dass die Fäden noch drin sind oder allgemeinen, ich weiß nicht. Also, wir wollten ja wissen, oder einige von euch wollten wissen, wie es so war. Ja, erzähl. Ich war ja nicht mit drin im Zimmer, mit drin war ihr Freund Florian mit drin, weil er ist stabiler und stärker, so als Mann wahrscheinlich gewesen, tapferer als ich. Ich habe nur das Wartezimmer zusammengeholt. Ja, wie war's? Ja, also es war mies schmerzhaft, also es war richtig schmerzhaft. Zuerst kam ja die Betäubung, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ich auf die Betäubung komisch reagiere oder so. Also ich habe angefangen zu heulen, danach gelacht. Ja, also es war auch komisch. Florian sagt, zuerst hat sie geweint und dann hat sie das ganze Zimmer zusammen gelacht. Was war in der Betäubung drin? Ich konnte kaum reden. Auf jeden Fall. Auch nach der Betäubung, weil es direkt so dick wurde. Und ja, ich habe trotzdem der Betäubung habe ich alles gespürt, also wie die da geschnitten haben. Das fand ich interessant. Warum? Also, hat sie das, also Schmerzen hast du empfunden? Ja, ja, als ob man das so aufreißt, weißt du, was ich meine? Das habe ich alles gespürt, wie die Nadel da durchging, man durchgezogen hat. Ich habe alles gespürt. Also dieses Zusammennähen dann, gell? Ja, ja, alles. Ich habe es halt mies gespürt, es war unangenehm. Und danach war halt alles dick, mein Auge war dick. Auch, ja, also ihre komplette linke hier Seite war auch ein bisschen, also auch wie blau oder so, hier unten ist hier auch immer noch leicht, ja, blauer Fleck. Blauer Fleck. Ja, ich konnte bis jetzt vor kurzem nichts essen. Schlucken ist immer noch unangenehm, weil ich hier am Hals noch angeschwollen ist. Wie mit Lymphknoten oder sowas, ne, ist das. Ja. Oh, dürfen wir da fahren? Ja. Vorne ist irgendwie abgesperrt. Ja. Also ist immer noch angeschwollen, ist unangenehm zu schlucken. Aber seit gestern kann ich mittlerweile ein bisschen, also besser essen. Besser essen, ja. Sonst ging das ja nur mit Babynahrung und was ganz. Selbst das war schwer. Die Suppe war sehr, sehr schwer zu schlucken. Das war, also war richtig, richtig schlimm für mich. Deswegen, und sie muss noch zweimal, also entweder sie hat ja noch die rechte Seite, oben einen Weisheitszahn und unten, auf der linken hatte sie oben ja keinen, nur unten. Ja, Gott sei Dank hat sie nur A3. wie gesagt, die Leonie hat jetzt die Wahl, ob sie die nächsten zwei auf einen Schlag macht oder eben auch wieder einzeln. Ich weiß nicht. Also wir haben uns entschieden, erstmal auf jeden Fall die nächste OP auf Herbst zu verlegen. Ja.
in den Ferien, damit es halt wenig wie möglich Fehltage sind, weil das ist blöd. Sie war jetzt insgesamt Donnerstag und Freitag wurde es, also Donnerstag wurde es gemacht letzte Woche, 23.3. Dann Donnerstag und Freitag war sie entschuldigt. Wir hatten ja dann Samstag und Sonntag quasi frei. Montag und Dienstag war sie auch zu Hause. Ja, weil es halt nicht anders ging. Es ging ihr nicht gut. Es war, wie gesagt, noch dick und die Schule war lange Tage. Dann mit dem Essen und so, das hätte gar nicht funktioniert. Ja, insgesamt eine Woche, kann man sagen, hätte man Samstag und Sonntag jetzt zwischen der Woche gehabt, sagen wir mal, als normale Tage, hätte sie eine Woche gefehlt insgesamt in der Schule. Und das wäre ja echt mega mies, dann noch zweimal eine Woche zu fehlen. Ja, deswegen machen wir das so. Ja, kommt auch 2.10, ob ich dann auch länger fehle, weiß man ja auch nicht. Ja, 2.10 und Herbstferien hast du ja 2 Wochen. Ja. Ja. Direkt in den Ferien machen, so wenn die jetzt auch da sind und die Praxis nicht zu ist, sagen wir mal. Weil ich habe ja im Herbst auch diese 4 Wochen Praktikum dann. Ja, ich im Herbst ist? Ja, weil wir dann ja in der 9. Klasse sind. Und wir haben im Herbst, vor den Herbstferien, 4 Wochen. Also musst du ja aber auch noch mal eine Stelle suchen. Ja, müssen wir nach diesen 3-Tages-Praktikum. Ja, vor den Ferien. In den Ferien ist ja nicht schlimm, wie gesagt. Wir müssen gucken, nur dass die Praxis dann da ist. Ja, dass es halt dann funktioniert. Und ich weiß nicht, ob du das dann, willst du das denn wirklich dann zwei, also auf einen Schlag machen? Ich glaube, das ist echt heftig. Ich weiß nicht. Also wenn ich dich jetzt beurteilen würde und sagen würde, wie es jetzt abgelaufen ist, ich glaube, das wäre gar nicht gut, zwei auf einmal zu machen. Dann würde ich einen noch machen in den Herbstferien und den anderen dann in den Weihnachtsferien. Mhm. Zum Beispiel. Weil, ich habe keine Ahnung. Ich will es eigentlich machen. Ich will eigentlich überhaupt nicht. Ja, eigentlich würde ich das auch. Ich weiß nicht. Jetzt hast du ja unten eigentlich einen weniger und oben einen weniger, sowieso. Weißt du, was ich meine? Du hast links jetzt unten keine, du hast nur rechts. Ne? Ja. So, kurz unterbrochen. ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt miteinander einfach nochmal abgesprochen, ich meine gesprochen, wie ich das meine, dass sie jetzt eins weniger hat, dass das Gebiss dann nicht mehr so richtig zusammengedrückt wird. Warum das Ganze gemacht worden musste, dieses mit den weißen Zähnen rauszuschneiden, die sind ja noch im Zahnfleisch drin, gell? Und ja, im Zahnfleisch, unter dem Zahnfleisch. Ja, auf jeden Fall, warum? Weil sie hatte ja die Brackets und jetzt hat sie ja die raus. Und sie hat von innen solche Drähte noch, damit die Zähne halt zusammenbleiben. Aber sie hat ein kleines Gebiss trotzdem und deswegen wegen dem Gebiss, dass das die Zähne dann nicht mehr irgendwie zerdrückt werden, zusammengedrückt werden, dann überhaupt kein Platz dann da sein wird, wenn die weißen Zähne rauskommen später. Ja, dann hat es ja keinen Sinn mehr gehabt mit den Brackets, dass die Zähne gerade sind. Dann sind die eh wieder irgendwo, ist das halt eine Gefahr, dass das so passiert. Muss nicht sofort passieren. Man hat uns gesagt, sie hat theoretisch bis ungefähr 20 Jahre Zeit. Aber desto früher, desto besser. Solange die weißen Zähne noch keine Wurzeln geschlagen haben, dann ist es halt schwerer. Ne? Ja, warum? Weil bei mir auch anders ist. Also das ist seltener so, dass die weißen Zähne so wachsen oder so. Bei dir ist nur einer oben komisch. Nein, der untere war schief. Ich meine, der obere ist schief. Unten links, die man rausgemacht hat bei mir. Oben auch. Andere Seite, weiß ich jetzt gar nicht. Doch, oben auch.
sie hat gesagt, wir müssen eventuell ein Loch machen. Dieser Zahn, der war oben. Ich weiß nicht. Weil die bei mir relativ weit unten sind und wenn die Wurzeln von diesen Weisheitszahn wachsen würden, komisch. Dass es in den Nerv rein wachsen würde. Ja. Und dass es dann halt nochmal kritischer und schwerer wäre. Warum halt bei Leonie noch so richtig dick wird und Dings, weil wir ja beide, beziehungsweise auch die Jungs, auf die normale Spritzbetäubung allergisch reagieren, auf den Stoff. Es spielt so Bomben an. Ich meine, bei jedem sowieso, aber es ist noch mehr. Und deswegen hat es auch vielleicht auch hier jetzt gedauert so lange. Aber wir hatten keine andere Wahl, weil andere Betäubung zu bekommen, die jetzt für Schwangere oder Allergiker ist, die ich jetzt bekomme, die vergeht halt schnell. Und man schneidet ja tief, man muss ja viel arbeiten da drin, man muss mir ja ständig was reinspritzen, wäre ja auch Quälerei einfach. Und deshalb, ja, muss ich durch diese Betäubung durch. Ja, Fazit ist unangenehm, ist nicht gut, ist schlimm, tatsächlich. Ja. Jeden Tag hat mein Kind geweint. Wirklich fix und fertig gewesen, mein Herz. Ich habe auch nicht geschlafen. Dann noch die Anna dazu krank geworden und. Ja, jetzt ist der Sini bei uns krank. Ich weiß auch nicht, was da irgendwie abgeht. Es regnet auch gerade. Doofes Wetter. Ja, ihr Lieben, es muss nicht sein, aber ja, eigentlich sind die Weisheitszähne überflüssig bei uns. Wir müssen die nicht haben. Und oft ist das gesundheitsschädigend sogar. Das wusste ich gar nicht, bevor ich auch dann meine rausgetan habe, rausziehen lassen habe. Das war auch echt ein Akt, ich sag's euch. Ich habe 6 Jahre ungefähr gebraucht, bis ich alle 4 rausgezogen habe. Das ist echt hart gewesen. Echt langer Weg auch für mich gewesen. Aber es hat mir geholfen. Weil es hat mir gedrückt auf die Ohren und ich hatte dann so starke Ohrenprobleme und ständig dieser Druck und alles mit dem Kiefer. Und das war alles die Weisheitszähne, ne? Ja, deswegen müssen wir sie rausmachen und Leonie wird es auch. Aber wir splitten das, wie gesagt, auf 3-mal und in den Ferien jeweils. Ja, und jetzt sind wir erstmal beide gespannt. Ich bin auch so wegen vielen ziehen. Aber ich bin der Meinung, ich hatte ja auch 4 Kaiserschnitte und auflösbare Fäden, aber jeweils die Fäden müssten dann, ja gut, einmal hatte ich Fäden zum Ziehen, so richtig, komplett lange Dinge, aber auch ein paar Mal einfach nur an den Kanten diese Knoten abschneiden, ist halt unangenehm, aber man muss sagen, es heilt so gut dann ab, schneller und es geht einem wirklich dann direkt viel, viel besser. Man denkt dann direkt so ein ganzes Kilo ab. Also, ja, weil das Ding ist auch durch den Fäden, das zieht die ganze Zeit. Ich kann nicht normal zum Beispiel lachen oder sowas, weil es richtig hier unten ja zieht. So, ihr Lieben, ich spreche ab und wir nehmen euch dann gleich wieder und sagen, wie es gegangen ist mit den Fäden. Und geht es? Ja, die Backe ist dick. Es sind viel Fäden hier draußen. Jetzt kommt ein Arzt. So, ihr Lieben, wir sind raus und wir haben euch so ein bisschen mitgenommen, heimlich. Ja, sobald ich das Gesicht nicht von der lieben Arzthelferin mitgefilmt habe, ist okay. Ja, es war zwischendurch so, Leonie hat gezuckt und so gesagt, aber ne, es hat auch angefangen ein bisschen zu bluten. 4 Stück sind das gewesen. Wie geht es? Okay, ich frage lieber nicht. Ja, es ist aua, aber es ist nicht so aua wie das Schneiden, OP selber. Mhm. Wir haben jetzt am 5. Oktober den nächsten Termin und ja, die Sachen vergisst die Leonie, wie es war.
und sammelt sich Kraft für die nächste Station. Ja, es wird. Ich habe hier schon wieder irgendwas. Mich hat irgendjemand hier schon wieder gebissen. Ja, auf jeden Fall darfst du jetzt, wie viel? Ein paar Tage darfst du nicht normales Essen immer noch essen, so harte Sachen, Nüsse, Chips und so irgendwelche Kekse, die halt richtig grad sind oder so. Ja, ein paar Tage durchhalten, weil halt, halt oberflächlich noch so zusammen ist und das könnte halt aufplatzen. Deswegen ein bisschen halt schonen, aber die Wunde sieht super gut aus. Habe ich auch reingeschaut, rosa, alles. Gott sei Dank. Ja, sie spült auch sehr viel mit Kamillentee. Und das macht sie auch noch jetzt ein paar Tage. Und dann ist alles gut. Und dann ist alles gut. Ja. Hast du doch gut gemacht. Hast du doch geschafft. Ist doch alles gut. Ja. Ich will nicht. Ja, bis dahin. Ich habe es erst nächstes Jahr geschafft. Dann kann ich sagen, ich habe es geschafft. Ja, aber ich meine, du hast schon den Anfang gemacht und du hast es schon geschafft. Hallo, ich habe 6 Jahre dafür gebraucht. Als erwachsene Person. Dreifache Mama gewesen damals. Und ich habe Angst. Und von daher, du bist noch tapferer als ich. Du willst es durchschaffen. Weil ich dann auf die Scheiße danach nicht habe. Ja, du hast ja, dann hat man eben Ruhe. Ist auch so. Also ihr Lieben, hoffe, das Video hat euch gut gefallen, unser Blabla-Video. Blabla-Video, wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, wir wünschen euch Gesundheit, alles, alles Liebe von uns. Freuen uns auf eure Däumchen nach oben. Sieht so gut aus. Auf eure Kommentare natürlich und auf eure Unterstützung. Sehr, sehr gerne, es ist kostenlos und wir wachsen mit euch, mit eurer Hilfe. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, Tschüsschen. Bis morgen, bis zum neuen Video.